Hallo an dich und schön, dass du zu unserer allerersten Ausgabe von Wissen to Go gefunden hast. Wir sind ein Magazin, das dir kurz und knapp Dinge erklärt, die du dich schon immer fragst. Woher wir eigentlich wissen wollen, was dich so bewegt, kann ich dir sagen. Mit der tatkräftigen Unterstützung einiger Schulklassen aus Köln und Umgebung erarbeiten wir uns für jede Ausgabe Themen, die dich bewegen. Für die heutige Ausgabe haben wir uns mit einigen Schülern und Schülerinnen des Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasiums zusammengetan. Und genauso wie wahrscheinlich viele fragen die sich, worauf es nach der Schule eigentlich ankommt. Wohnungssuche, Nebenjob, Auslandsaufenthalt, alles Dinge, die dich erwarten können. Und damit du gut vorbereitet in deine ersten eigenen vier Wände starten kannst, erzählt dir Johanna jetzt, worauf es dabei ankommt. Hi Leute, ich zeige euch heute, wie und wo ihr die perfekte Wohnung für euch findet und worauf ihr überhaupt dabei achten müsst. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Der erste Schritt ist die Überlegung, welche Art von Wohnung überhaupt für euch in Frage kommt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, in ein Studentenwohnheim zu ziehen oder in eine eigene Wohnung oder ihr sucht euch eine WG. Aber was ist überhaupt ein Studentenwohnheim und wie sieht das Wohnen dort aus? Im Studentenheim wohnen, wie der Name schon sagt, ausschließlich Studenten. Jeder eingeschriebene Student kann während des Semesters kostengünstig dort wohnen. Ein Zimmer mit einer Größe von 30 Quadratmetern kostet zum Beispiel um die 300 Euro. Auf der Webseite studentenwerke.de könnt ihr euch weitere Informationen sammeln, falls diese Art des Wohnens für euch in Frage kommt. Etwas teurer als Studentenwohnheime, aber immer noch günstiger als eine eigene Wohnung, sind Wohngemeinschaften, die auch einfach nur WGs genannt werden. Ich stehe jetzt hier in der WG, in der Julia zusammen mit ihren Freundinnen wohnt. Und Julia, erzähl uns doch mal, was gibt es für verschiedene WG-Typen? Ja, es gibt echt viele verschiedene WG-Typen. Ihr könnt entweder zu zweit oder mit mehreren in eine WG ziehen. Und dabei ist es auch vollkommen egal, ob es wirklich nur Männer, nur Frauen oder eine gemischte WG ist. Euch sind da gar keine Grenzen gesetzt. Und ihr könnt entweder mit Freunden oder mit völlig Fremden eine WG gründen. Aber ihr müsst auch darauf achten, wenn ihr mit Freunden aus der Schule zusammenziehen wollt, dass ihr ja, euch nicht mehr wirklich aus dem Weg gehen könnt. Und das kann schon mal ein bisschen kritisch werden. Aber ihr kennt auch die Macken des anderen und könnt damit auch eine harmonische Basis für eine WG eröffnen. Ja, aber wenn ihr mit völlig Fremden zusammenzieht, dann müsst ihr erstmal gucken, ob es wirklich funktioniert, ob ihr miteinander klarkommt und ob ihr Spaß miteinander habt, weil wenn nicht, dann ist das WG-Verhältnis auch immer ein bisschen gestört. Aber alles in allem habt ihr wirklich eine coole Zeit in der WG und könnt wirklich sehr viel Spaß haben. Also generell kann man wirklich sagen, dass WGs eine coole Sache sind. Man erlebt viel, man hat aber trotzdem immer noch seine Privatsphäre, man hat sein eigenes Zimmer, ist aber trotzdem nie allein, hat immer jemanden zum Reden und das Beste ist natürlich, man spart sich noch einiges an Geld. Richtig, genau. Im Vergleich kostet ein 20 Quadratmeter großes Zimmer in einer WG mit Einbauküche und mit Gemeinschaftsbad um die 250 Euro im Monat. Die gleiche Größe, aber in einer Einzimmerwohnung, kostet um die 400 Euro im Monat. Ihr spart euch also in einer WG wirklich viel Geld. Und WG-Zimmer findet ihr zum Beispiel auf der Webseite wg-gesucht.de. Auf der gleichen Seite könnt ihr auch super Einzimmerwohnungen finden. Hier habe zum Beispiel auch ich meine Wohnung gefunden. Und Einzimmerwohnungen bzw. generell eigene Wohnungen sind perfekt für alle, die nach der Uni ihre Ruhe haben wollen. Ein weiterer Tipp ist die Webseite uniplaces.de. Hier findet ihr möblierte Zimmer und Apartments. Kommen wir nun zur Miete. Aber woraus setzt sich die Miete überhaupt zusammen? Es gibt die sogenannte Kaltmiete. Diese beschreibt den Grundpreis der Wohnung, welcher sich durch die Größe der Wohnung, der Lage und des Wertes errechnen lässt. Addiert man die Kaltmiete mit den Nebenkosten wie Wasser, Heizung, Müllabfuhr und Hausmeisterkosten, so ergibt sich die Warmmiete. Oftmals fallen dann noch Zusatzkosten wie die für die Kaution, für den Strom, Internet und das Fernsehen an. Die Summe aus diesen ganzen Dingen ergibt dann den schlussendlichen Mietpreis, der jeden Monat gezahlt werden muss. Es gibt einige Dinge, auf die ihr bei jeder Art des Wohnens achten solltet. Zum Beispiel solltet ihr, bevor ihr oder eure Eltern den Mietvertrag unterschreiben, einmal mit dem Hausmeister und mit der Vermieterin oder dem Vermieter durch die Wohnung gehen. Das ist wichtig, einfach um mögliche Schäden oder Flecken auf dem Teppich oder weiteres festzuhalten bzw. zu dokumentieren, damit niemand euch dann beim Auszug vorwerfen kann, dass ihr für die Schäden aufkommen müsst. Um generell Geld zu sparen, ist es außerdem von Vorteil, die Möbel des Vormieters zu übernehmen, denn auch so spart ihr euch nochmal einiges an Geld.
Außerdem solltet ihr euch früh genug informieren, welcher Internetanschluss bei euch im Gebäude zur Verfügung steht, damit ihr nicht einen Vertrag bei einem Internetanbieter abschließt, der gar keinen Zugriff hat. Ja, das waren jetzt auch erstmal die wichtigsten Dinge, die ihr zum Thema Wohnungssuche wissen solltet. Aber wie sieht's eigentlich mit den Finanzen aus, Anna? Stimmt es eigentlich, dass der Staat mir Geld schenkt, wenn ich studieren will, oder was hat es mit diesem BAföG auf sich? Und wenn ich meinen ersten Nebenjob habe, darf ich dann so viel Geld verdienen, wie ich will? Fragen, denen ich jetzt auf den Grund gehe. Nach ein bisschen Herumsuchen finde ich heraus, dass BAföG die Abkürzung für Bundesausbildungsförderungsgesetz ist. Verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel das Gehalt der Eltern, entscheiden darüber, ob der Staat mir Geld leiht. Mit diesem Geld kann ich dann meine Studiengebühren zahlen. Geschenkt bekomme ich das Geld allerdings nicht. Sobald ich nach meinem Studium einen Job habe, zahle ich dem Staat einen Teil des Geldes in Raten zurück. Du willst wissen, ob du BAföG-berechtigt bist? Diese und weitere Infos findest du auf www.bafög.de. BAföG hin oder her, Geld braucht man zum Leben. Was ich dabei alles beachten muss, lasse ich mir jetzt mal von jemandem erklären, der sich damit bestens auskennt. Ab zur Arbeitsagentur. In der Arbeitsagentur erfahre ich, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, nebenher zu arbeiten. Die erste ist der sogenannte Minijob. Hier darf ich pro Monat bis zu 450 Euro verdienen. Der Mindestlohn bei jedem Job muss mindestens 8,50 Euro betragen. Weitere Möglichkeiten sind das Arbeiten auf Lohnsteuerkarte oder das Anmelden eines Kleingewerbes. Allgemein gilt, bis zu einer Grenze von 8.652 Euro pro Jahr sind meine Einnahmen steuerfrei. Danach muss ich eine Steuererklärung machen. Noch mehr Infos zum Thema Steuern, Nebenjob und so weiter findest du auf arbeitsagentur.de. Oder geh doch einfach mal bei der Arbeitsagentur in deiner Nähe vorbei. Dort kannst du dich auch zu vielen weiteren Zukunftsthemen beraten lassen. Nach all diesen Infos zum Thema Finanzen und Nebenjob könnte ich einen Urlaub jetzt echt ganz gut gebrauchen. Es wäre eigentlich cool, mal was zum Thema Auslandsaufenthalt zu erfahren. Vielleicht kann Frenzi mir da ja helfen. Wer nicht weiter bei seinen Eltern wohnen möchte, erstmal keine Lust auf Wohnungssuche hat und sich auch noch nicht direkt mit Studium oder Ausbildung beschäftigen möchte, für den kommt vielleicht ein Auslandsaufenthalt in Frage. Du kannst nach dem Abi noch so viel von der Welt sehen, lernen, entdecken und vor allem vollkommen Neues erleben. Es gibt unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Aber die beliebtesten sind zurzeit Au-pair, Work and Travel und Freiwilligendienste. Was willst du erleben? Wo willst du hin? Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Das solltest du als erstes herausfinden. Grundsätzlich gilt außerdem die Frage, selbst organisieren oder eine Organisation zu Hilfe nehmen. Denn Auslandsaufenthalte erfordern viel Planung. Erstelle dir am besten eine To-Do-List. Denn sich längere Zeit im Ausland aufzuhalten und dort zu arbeiten, erfordert entsprechende Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen, ein sogenanntes Visum. Außerdem solltest du eine Auslandskrankenversicherung abschließen und checken, ob deine Unfall- und Haftpflichtversicherungen im Ausland gültig sind. Achte auch auf das Ablaufdatum deines Reisepasses. Dieser sollte in den meisten Fällen auch noch nach der geplanten Ausreise mindestens 3 Monate gültig sein. Wichtig ist natürlich auch, dass du genügend Geld bei dir hast. Denn auch wer im Ausland Geld verdient, muss mindestens den Flug bezahlen und etwas Puffer für den Notfall zur Verfügung haben. Wer länger an einem Ort sein möchte, um die Kultur des Landes in einer einheimischen Gastfamilie mitzuerleben und Freude am Umgang mit Kindern hat, für den wäre Au-pair ja eine Idee. So war es bei mir. Mir hat super viel Spaß gemacht, die Eltern zu unterstützen. Oft war es zwar anstrengend, auf 2 kleine Kinder aufzupassen, dafür habe ich die Kultur aber richtig kennenlernen können und bin am Ende meiner Zeit sogar noch etwas gereist. Auch hier musst du dich um ein passendes Visum kümmern. Eine offizielle Altersbeschränkung gibt es in den meisten Ländern aber nicht. Vermittlungsorganisationen sind in diesem Fall sehr beliebt. Ein Nachteil ist natürlich, dass du etwas mehr für die Organisation zahlst und dir die Gastfamilie oft nicht aussuchen kannst. Ein klarer Vorteil ist aber, dass die Gastfamilien von der Organisation geprüft wurden und dass es eine Ansprechperson vor Ort gibt, die dir helfen kann, wenn du Hilfe brauchst. Hier ein paar Beispiele. Aber du kannst deine Reise auch selbstständig planen. Auf einigen Internetseiten kannst du deine Wünsche eingeben und nach einer passenden Familie für dich suchen. Dafür gibt es beispielsweise diese Seiten. Wer rumreisen möchte, um unterschiedliche Orte zu sehen und gleichzeitig auch Geld zu verdienen, für den wäre Work and Travel eine Idee. Hallo, mein Name ist Johannes und ich war 8 Monate in Neuseeland und danach noch auf den Fidschi-Inseln.
Eingereist bin ich in Neuseeland mit einem Working Holiday Visum, habe in Neuseeland aber hauptsächlich Woofing gemacht, was wiederum bedeutet, dass ich jeden Tag 6 Stunden auf einer Farm bzw. bei Familien gegen Kosten und Logis gearbeitet habe. Dadurch, dass ich dann direkt bei den Familien gelebt habe, habe ich natürlich auch einen super Einblick in deren Alltag bekommen und konnte natürlich auch gleichzeitig mein Englisch ordentlich aufpolieren. Umgereist bin ich insgesamt mit meinem eigenen Auto und konnte Neuseeland so wirklich ganz anders bereisen, wie das vielleicht so der normale Tourist kann. Ja, ich kann es eigentlich wirklich nur jedem empfehlen, so einen Aufenthalt mal zu machen. Man lernt wirklich viel und hat dabei eine Riesenmenge Spaß. Die beliebtesten Länder sind zurzeit Australien, Neuseeland und Kanada. Für 18- bis 30-Jährige gibt es hier die Möglichkeit, ein Work-and-Travel-Visum für maximal 12 Monate zu beantragen. Dafür sind ein gültiger Reisepass und eine Auslandskrankenversicherung sowie finanzielle Rücklagen von ca. 3.000 Euro Voraussetzung. Den Antrag sowie genauere Infos zu den Work-and-Travel-Voraussetzungen findest du auf den Internetseiten der Botschaften der jeweiligen Länder. Hier ein paar Vorschläge geprüfter Organisationen. Hast du Lust, bei einem sozialen Projekt mitzuhelfen und zum Beispiel Hilfsbedürftige zu unterstützen oder dich für erneuerbare Energien einzusetzen? Hast du vielleicht schon mal von einem Freiwilligendienst gehört? Dabei hilfst du ehrenamtlich im Ausland. Grundsätzlich ist diese Arbeit in jedem Land möglich. In den sogenannten Entwicklungsländern, also in vielen Teilen Afrikas oder zum Beispiel in vielen Teilen Südamerikas, ist die Auswahl an Projekten sehr groß. 7 Monate in Südafrika zu leben und zu arbeiten, hat mir viel mehr als atemberaubende Sonnenuntergänge und Elefanten in freier Wildbahn gegeben. Ich durfte so viele tolle Menschen und mir völlig unbekannte gesellschaftliche Strukturen kennenlernen. Der Bezug zu einem Land, in dem zum Beispiel Rassismus und Chancenungleichheit eine nochmal ganz andere Rolle als in Deutschland spielen, hat mein politisches Interesse so sehr vertieft, dass es meine Studienwahl beeinflusst und auch meinen gesamten Werdegang bestimmt immer prägen wird. Bei Freiwilligendiensten ist eine geprüfte Organisation sehr zu empfehlen. Dort bekommst du einen Überblick der Aufgaben und einen Eindruck, was dich vor Ort wirklich erwartet, welche Unterkunft du haben wirst und was deine Aufgaben sind. Also, ganz egal, wie du deine Zeit im Ausland gestalten möchtest und wofür du dich entscheidest. Wichtig ist, beginne am besten 6 bis 12 Monate vorher mit der Planung. So kannst du die Fristen einhalten und hast genügend Zeit, deine Reise zu planen. Und denk daran, je älter du wirst, desto schwieriger wird es, sich die Zeit für einen Auslandsaufenthalt nehmen zu können. Also wenn du jetzt nach dem Abi Lust dazu hast, dann nutze die Gelegenheit. Wir hoffen, dass wir dir die ein oder andere Frage zu deinem Leben nach der Schule beantworten konnten. Jetzt interessiert uns, was dich noch so beschäftigt. Schreib uns einfach unten bei YouTube in die Kommentare, was du noch zu deinem Leben nach der Schule wissen möchtest. Oder vielleicht hast du ja Erfahrungen gemacht, von denen du glaubst, dass sie für viele wichtig sind. Teil uns gerne alles mit. Wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass du auch in der nächsten Sendung von Wissen2Go wieder viele wichtige Antworten erhältst. Kurz und kompakt zusammengefasst wird es um all das gehen, was dich nach Hotel Mama so erwartet. Und bis dahin immer schön neugierig und positiv bleiben.